Lassen Sie mich zunächst erläutern, um was es in dem Tutorial geht. Wir haben hier ein Haus gegeben, das ist ein Ausschnitt aus der Detailzeitschrift von 1995. Hier war dieses Gebäude abgebildet. Von dem Gebäude sehen wir einen Schnitt, also hier auf dieser Seite einen Schnitt, zwei Grundrisse. Es gibt noch eine zweite Seite, wo der zweite Schnitt kommt, also der Querschnitt, und hier drei Detailansichten. Dazu gibt es noch ein paar Fotos von dem Gebäude, wie es dann gebaut wurde. Die Grundrisse und Schnitte sind im Maßstab 1 zu 200, das kann man hier entnehmen, und die Details im Maßstab 1 zu 20. Ich möchte dann in folgenden Schritten noch zeigen, wie können Sie jetzt diese Zeichnungen in AutoCAD integrieren, quasi als Unterlage, um dann drüber zeichnen zu können. Denn die Aufgabe sollte ja sein, dass Sie das Gebäude im AutoCAD 2D nachzeichnen, ausgehend von diesen Grundrissen. Die eine Variante wäre natürlich, jetzt hier die Maße abzumessen und das dann komplett neu zu zeichnen. Das ist eine Möglichkeit. Eine andere Möglichkeit wäre, das einfach einzuscannen, ist ja schon digitalisiert, dann ins AutoCAD zu integrieren. Wie das geht, werde ich noch zeigen, und dann quasi drüber zu zeichnen, was aus meiner Sicht die schnellere und bessere Variante ist. Bevor wir das allerdings machen, möchte ich Ihnen noch zeigen, wie Sie im Acrobat selber die Zeichnung analysieren, sprich messen können. Dazu gibt es ein Werkzeug, das ist das Messwerkzeug. Ich befinde mich hier im Adobe Reader, das heißt, das ist die freie Version, die Sie auch überall runterladen können. Und hier können Sie das Messwerkzeug entsprechend zuschalten, indem Sie hier diese Arbeitsbereiche drüben rechts erweitern. Und dann gehen Sie einfach hier auf Mehr Werkzeuge, sondern die wichtigsten Werkzeuge werden hier eingeblendet. Sie sehen, das Messwerkzeug vorfinden Sie hier nicht. Zumindest ich sehe es nicht auf dem ersten Blick. Dann gehe ich einfach auf Mehr Werkzeuge. Dann zeigt er mir hier alle Werkzeuge, die er hat. Unter anderem gibt es hier das Werkzeug Messen. Klickt da einfach drauf. Und jetzt sieht man, hier ist diese Werkzeugpalette eingeblendet. Ich gehe hier auf das Messwerkzeug und finde jetzt hier so verschiedene Werkzeuge, um jetzt Längen oder Flächen zu messen. Wichtig ist, bevor Sie messen, den Maßstab einzustellen. Ich habe jetzt hier zufälligerweise die Seite 2 auf. Da befinden sich die Details drauf. Wenn man da ein bisschen näher ranzoomt, dann sehen wir hier, das ist ein Maßstab von 1 zu 20. Das heißt, ich habe das Messwerkzeug aktiv, egal welches. Und über das Kontextmenü der rechten Maustaste, also klicke auf die rechte Maustaste, kann ich hier den Maßstab eingeben bzw. ändern. Und geht das jetzt entsprechend ein. Das heißt, ein Zentimeter entspricht dann 20 Zentimeter. 1 zu 20. Gehe auf OK und mache jetzt mal ein Maß, um das zu testen. Hier zum Beispiel hier die Türe. Ich nehme mal das Innenmaß. Ich zoome mich noch etwas näher ran mit dem Zoom-Werkzeug und aktiviere wieder das Messwerkzeug. Das war hier. Und fahre das jetzt hier ab. Wenn Sie die Umschalttaste gedrückt halten, dann ist es genau horizontal. Setzt natürlich voraus, dass Ihre Zeichnung auch horizontal ist. Und dann habe ich ein Durchgangsmaß von 90 cm. Und dasselbe können wir jetzt nochmal spaßeshalber auf die Grundrisse oder Schnitte anwenden. Ich gehe nochmal auf Vollbild, wechsle jetzt die Seite mal auf die Seite 1, wo die Grundrisse waren oder Schnitte. Das war der Suchbefehl. Ich möchte diesen Zoom-Befehl haben. Gehe mal in den Grundriss rein. Und aktiviere wieder mein Messwerkzeug, den ich hier draufklicke. Den Maßstab ändere ich über das Kontextmenü der rechten Maustaste, in dem Fall auf 1 zu 200. Gebe also noch ein 0 hinzu, dann habe ich den Maßstab 1 zu 200. Gehe auf OK, gehe auf Messen und messe hier mal die Durchgangsbreite. Ungefähr mit der Umschalttaste mache ich es genau. Man kann es drüben auch ablesen. Und wir hätten jetzt hier eine Durchgangsbreite von ca. 1,5 m oder so. Das ist natürlich nicht genau. Ja, wenn Sie jetzt hier mal ranzoomen, ich lasse mal kurz, ich hoffe, das Maß bleibt erhalten. Sehen Sie hier, das ist natürlich jetzt nicht so genau, wie Sie das normalerweise im CAD gewöhnt sind. Aber mit dieser Methode können Sie quasi Ihr Dokument analysieren. Was ich allerdings hier noch hinzufügen möchte, der Vollständigkeit halber ein kleiner Kritikpunkt, was die Genauigkeit angeht. Wir haben hier nur den Maßstab gegeben, 1 zu 200 oder 1 zu 10, müssen allerdings hier berücksichtigen, dass durch den Digitalisiereffekt, also durch das Einscannen, natürlich jetzt nicht unbedingt die Originalmaße hier noch erhalten sind, das heißt die Originalrelation.
Das ist so ein bisschen aus meiner Sicht nicht so schön. Was ich genau finde, und das sollten Sie vielleicht schauen, wenn Sie sowas finden, wenn Sie jetzt nicht nur den Maßstab hätten, sondern wenn Sie jetzt eine Zeichnung hätten mit einer direkten Maßangabe. Ich habe hier nochmal ein Beispiel vorbereitet, wie sich der Maßstab aus meiner Sicht besser rekonstruieren lässt, als jetzt lediglich über die Angabe Maßstab 1 zu 200 wie, oder 1 zu 20 wie in diesem vorherigen Beispiel, sondern wenn Sie direkt Maßketten haben. Ich schaue mal kurz rein. Hier ist das Beispiel, ist ein anderes PDF-Dokument. Hier haben wir jetzt direkt wirklich Maßketten, die wir quasi verwenden können. Wenn Sie jetzt anhand dieser Maßketten, kann ich aus meiner Sicht die Maße, die genauen Maße viel besser rekonstruieren als lediglich über den Maßstab und kann dadurch auch Verzerrungen, die sich jetzt aufgrund des Digitalisierungsprozesses oder über das Kopieren und dann wieder Scannen und so weiter eingeschlichen haben, besser quasi wieder ausgleichen. Sie gehen ähnlich vor. Ich befinde mich jetzt in diesem Fall im Acrobat Pro. Ja, das ist dann etwas komfortabler, aber das Vorgehen ist dasselbe. Wir haben wieder hier den Messbefehl. Gehe drauf, dann gehe ich auf, dann messe ich zunächst das mal eine Maßkette aus, sollte allerdings vorher den Maßstab auf 1 zu 1 setzen. Das kontrolliere ich kurz, gehe also hier auf Maßstab ändern und habe jetzt hier 1 zu 20 drin, dann gebe ich 1 zu 1 ein, gehe auf OK, messe hier mal diese 2 Meter aus. Hier ist es ganz praktisch, wenn man das vielleicht ein bisschen versucht, so genau wie möglich zu machen. Also ich zoome mich noch etwas näher ran und messe das jetzt hier entsprechend aus. Einmal du die Umschalttaste gedrückt halten auf meiner Tastatur, damit das Maß genau gerade ist. Setze natürlich voraus, dass das Event auch ausgerichtet ist, die ganze Zeichnung. Und habe jetzt hier eine Länge von 6,64. Wird hier drüben angezeigt und hier auch nochmal 6,46. Und jetzt kann ich das in meinen Maßstab eingeben, also auf Maßstab ändern und gebe jetzt hier die Länge ein mit 6,46 cm. Und das entspricht, das sollte entsprechen, normalerweise 2 Meter. Geht jetzt hier auf 2 oder in dem Fall, wenn wir bei Zentimeter bleiben wollen, 200 Zentimeter. Gehe auf OK. Jetzt habe ich einen Maßstab eingestellt und könnte jetzt hier nochmal nachmessen. Das mache ich hier unten drunter. Und halt die Umschalttaste gedrückt. Sie sehen, das sind wir jetzt schon bei, je nachdem, wie genau Sie es hinkriegen, ungefähr bei 2 Meter. Und wenn ich jetzt hier mal ein anderes Maß jetzt übernehme, was meinetwegen auch vom Maß ist zur Kontrolle, zum Beispiel das hier unten. Und Sie sehen, mit dieser Methode ist man aus meiner Sicht wesentlich genauer, jetzt sind wir bei 126, als wenn Sie das nur über den Maßstab machen. Je nachdem, Sie können das genauso mit vertikalen Maßen machen. Mein Tipp ist nur der, wenn Sie jetzt quasi den Maßstab quasi rekonstruieren anhand einer Maßkette, was wie gesagt aus meiner Sicht viel besser ist, wählen Sie möglichst immer die längste Maßkette, die Sie haben. Zum Beispiel hätte ich unten vielleicht noch besser diese hier genommen, ja, weil dadurch die Abweichungen etwas ausgeglichen werden. Okay, soweit, so gut. In diesem Video möchte ich den Workflow erläutern, wie Sie jetzt die Rastergrafiken am besten ins AutoCAD integrieren, um dann darauf zeichnen zu können. Dazu nochmal etwas Allgemeines zur gesamten Vorgehensweise, um uns Überblick zu verschaffen. Zunächst befinde ich mich jetzt hier im AutoCAD. Ich habe eine Vorlage geöffnet, wo ich quasi schon gewisse Sachen drin habe. In dem Fall ist das die Vorlage unserer Hochschule für Projekte. Wir haben schon gewisse Layouts drin, gewisse Text- und Bemaßungsstile etc. In Ihrem Fall wird sie vielleicht dann eine andere Vorlage wählen, von einer anderen Hochschule oder von einer anderen Firma. Man kann natürlich das Ganze auch mit einer AutoCAD-eigenen Vorlage machen. Wichtig ist auch, dass ich mir hier schon mal ein paar Layer angelegt habe, nämlich einmal den Layer VL, also Vorlage EG. Da kommt dann mein Bild drauf. Der wird nicht gedruckt, ja, das ist wichtig. Ich habe auch eine Farbe genommen, die mir nicht so wichtig ist, die ich beim meisten Hintergrund selten brauche, weil ich brauche bei den Bildern später nur den Rahmen. Und dann habe ich noch einen Layer, der heißt Hilfskonstruktion. Da werde ich dann meine Hilfskonstruktion draufzeichnen, die ich unter anderem dazu verwende, um dann das eingescannte Bild quasi in den Maßstab und auf mein Raster zu entzerren. Wie kommen wir auf die Maße des Bildes? Das habe ich ja vorhin schon im vorangegangenen Video erläutert. Hier nochmal kurz eingeblendet das Bild selber. Hier, ich habe quasi jetzt den Maßstab, wie
hier entsprechend eingestellt und dann habe ich das hier nachgemessen und ich bekomme jetzt hier auf folgende Maße, also für die Länge sind das 2125 und für die Breite 1075. Und die kleinste Einheit ist folglich 5 und das habe ich mir im Raster eingestellt. Also habe ich mir ein 5er Raster vorgegeben und alle 20, sprich aller Meter, habe ich dann eine Hauptlinie. Jetzt zeichne ich mir hier ein Rechteck für meine, um dann das Bild darauf auszurichten, was quasi die Außenmaße meines Gebäudes darstellen soll. Gehe also hier die Gruppe Zeichnen, wähle Rechteck und gebe das Ganze absolut ein. 0,0 ausgehend vom Ursprung und die Längenmaße war da 2125, 25,1075. So, Doppelklick mittlere Maustaste und wir zoomen uns auf das Rechteck. Das wäre jetzt quasi die Außenmaße des Gebäudes. Hier sei vielleicht nochmal erwähnt, wenn man jetzt, ich gebe das Ganze in Zentimeter ein, denn ich finde die Einheit Zentimeter für den Hochbau sehr praktisch. Wie können Sie das kontrollieren, dass Ihre Zeicheneinheiten Zentimeter sind, indem Sie in das Menü gehen, auf Zeichenprogramme und dann hier in die Einheit. Und hier sollte dann auch Zentimeter eingegeben sein, damit das dann später auch funktioniert, wenn Sie das Ganze dann mit anderen CAD-Zeichnungen kombinieren oder hier Blöcke einfügen und so weiter. Wenn ich das gemacht habe, kann ich jetzt mein Bild reinholen. Dazu wechsle ich allerdings zunächst den Layer. Ich gehe also jetzt hier auf den Layer Vorlage EG, wo das Bild draufkommen soll, den mache ich aktuell und füge jetzt mein Bild ein. Hier sei noch zu erwähnen, das ist ganz wichtig, dass Sie eine gewisse Projektstruktur einhalten, damit auch dann das Bild dauerhaft immer wieder im AutoCAD angezeigt werden kann. Denn ich habe mich jetzt eigentlich falsch ausgedrückt, das Bild wird nicht eingefügt, sondern das heißt, es wird nicht eingefügt und damit Bestandteil einer AutoCAD-Datei, sondern es wird einfach nur verlinkt. Und das ist natürlich dann problematisch, wenn sich dann die Position zwischen des Bildes irgendwie ändern sollte. Und deswegen ist es wichtig, dass sich alles in einem Projektordner befindet. Schau mal in meinen Projektordner rein. Ich öffne ihn mal. So sieht der Projektordner aus. Ich habe hier einen Oberordner, den habe ich ein Beispiel genannt. In diesem Oberordner befindet sich hier meine AutoCAD-Datei, die eben gerade geöffnet ist, in der ich gerade tätig bin. Dann gibt es den Unterordner Vorlagen. Hier lege ich meine Vorlagen ab. Zunächst erstmal das PDF-Dokument. Hier habe ich die Vorlagen quasi in ein PDF-Dokument zusammengefasst, wo ich dann die Maße rausziehe, etc. und eventuell auch noch Dinge ergänze. Und dann gibt es noch die Vorlagen, die ich dann ins AutoCAD integriere. In dem Fall habe ich hier Rasterdateien gewählt, weil ich die im AutoCAD besser bearbeiten kann als ein PDF-Dokument. Ein PDF-Dokument im AutoCAD zu unterlegen macht dann Sinn, wenn das PDF-Dokument Vektorgrafiken enthält. Dann ist das okay, dann können Sie auch das PDF-Dokument direkt ins AutoCAD reinnehmen. In unserem Fall macht es weniger Sinn, weil das PDF-Dokument ja auch nur letztlich als Rastergrafiken besteht. Und hier ist es günstiger, wenn Sie dann das Ganze auch als Rastergrafik in AutoCAD einbinden, um es dann, wie auch später, wie ich dann zeigen werde, dann auch im AutoCAD entsprechend bearbeiten zu können. Was halt nur mit Rastergrafiken geht und nicht mit PDF-Dokumenten. Und das findet sich hier unter Org, sind die Originale, wie ich sie gescannt habe, quasi abgespeichert und in dem Ordner optimiert kommen dann die über AutoCAD Rasterdesign optimierten Dokumente hinein. Okay, gehe also jetzt wieder zurück in mein AutoCAD und gehe dann unter Einfügen. Da gibt es zwei Varianten. Also entweder Sie gehen hier auf Registerkarte ein, beziehungsweise mit das Menü einfügen. Dann haben Sie hier Rasterbild Referenz, das wäre die Variante. Oder Sie gehen hier auf die Registerkarte einfügen. Muss ein bisschen umdenken, weil ich jetzt die Menüleiste minimiert habe. Ich glaube, hier können Sie das machen, über Zuordnen. Also entweder hier, ich habe es immer ins Menü gemacht, wo es jetzt hier unten versteckt ist, muss ich erstmal passen, ist auch nicht so wichtig. Ich mache es in dem Fall jetzt über das Rasterdesign, also geht es hier in Rasterwerkzeuge und finde jetzt hier die Möglichkeit, hier einzufügen. Sie sehen, das ist eigentlich meine bevorzugte Variante, entweder über das Rasterwerkzeug oder oben die Menüleiste. Der andere Befehl ist mir jetzt selber nicht bekannt, wo er ist. Wähle jetzt hier meinen Ordner an, den kopiere ich mir einfach hier rein, hole mir aus dem Explorer den entsprechenden Ordner mit den Bildern und kopiere ihn mir hier unten rein.
Dauert eine Weile. Jetzt zeigt er mir das Bild an. Und hier, wenn Sie das übers Rasterdesign einfügen machen, da haben Sie im Prinzip noch viel mehr Einstellungsmöglichkeiten, die allerdings jetzt in unserem Fall uninteressant sind, weil das ja ganz normale Bilder sind. Aber wenn Sie zum Beispiel georeferenzierte Bilder haben, zum Beispiel als GIS-System, die auch mit Koordinaten mitkommen, um Sie meinetwegen für Lagepläne und so weiter, dann können Sie einen Einfügeassistent aktivieren und können das dann noch entsprechend einstellen, wie das auf dem Maßstab dann zu skalieren ist, etc. etc. Ja, das ist vor allen Dingen interessant, wenn Sie jetzt aus dem GIS-System Lagepläne bekommen und so weiter, um die dann im AutoCAD einzufügen. In unserem Fall können wir sagen, einfach schnell einfügen. Wir tun das Ganze jetzt einfach einfügen und fertig und die ganzen Anpassungen dann nicht im Vorfeld im Einfügeassistenten machen, sondern im AutoCAD selber. Also gehen wir jetzt hier auf Einfügen, fügen die erste Grafik ein. Und da ich es gesagt habe, einfach nur einfügen und fertig, fragt er uns auch nichts weiter, sondern fügt das Ganze hier ein. Und wie gesagt, ich sage immer, einfügen ist eigentlich inhaltlich falsch. Normalerweise wird das Bild nur verlinkt. Jetzt haben wir das Bild hier im AutoCAD, wird hier angezeigt. Sie sehen, dass hier der Rahmen, dieser gelbe Rahmen entspricht quasi dem Layer, den wir jetzt hier ausgewählt haben, der Layerfarbe. Und jetzt klicke ich das Bild an, gehe in die Eigenschaften vom Bild, die sehen wir hier, und gebe mal als Skalierung nicht 1 ein, sondern 200. Nochmal so als Grobskalierung. Doppelklick, mittlere Maustaste. Das sehen wir, das kommt schon eher von den Dimensionen hin, ja, zu unserem Rahmen. Und werden jetzt im nächsten Schritt das Bild dann noch ein bisschen so reinschieben, damit es zum Rahmen passt. Dazu fasse ich das an. Und wähle jetzt hier unter Registerkarte Start ändern den Verschiebebefehl. Zoome ich hier auf meinen Grundriss ran, gehe ungefähr in die Mitte mit dem großen Fadenkreuz und setze das auch hier wieder in der Mitte meines vorgegebenen Rechtecks ungefähr ab. Jetzt habe ich noch ein Ortho aktiviert gehabt, deswegen ist das nicht gerade geworden. Ich mache das oder lasse in dem Fall jetzt nochmal an und gehe jetzt nochmal auf Verschieben und schiebe es nochmal nach unten. Gehe also wieder auf Start ändern. Verschieben und ziehe das Ganze jetzt nochmal ein Stück runter. So ungefähr, das muss nicht genau sein. Wenn es leicht versetzt ist, ist es eh besser. Sie werden dann gleich sehen, warum. Im nächsten Schritt werde ich das Bild etwas zuschneiden, damit es wirklich nur aus dem Grundriss besteht. Bevor ich das allerdings mache, kopiere ich das Bild, weil ich brauche es dann nochmal für die anderen Darstellungen. Insgesamt sind das ja hier drei, die ich aus diesem Bild entnehme. Und wenn ich es nochmal einfügen muss, kopiere es mir einfach und schneide es dann zu. Ich klicke das Bild also erneut an und gehe jetzt hier auf Start, ändern und kopieren. Erzeuge mir jetzt hier eine Kopie davon. Die lege ich hier drüben erstmal ab. Das soll dann später das Obergeschoss rausgezogen werden und aus der dritten Kopie dann dieser Schnitt. Ja, jetzt kann ich das ganze Bild zuschneiden auf die Bereiche, die mich eigentlich interessieren. Ja, machen wir das mal dazu. Zoome mich ein bisschen rein, damit ich das sehe. Und gehe auf die Rasterwerkzeuge und finde hier, das muss ich wieder kurz überlegen, weil es ein bisschen anders aussieht, als es normalerweise aussieht, wenn ich es größer mache. Hier zuschneiden, hier war es. Bearbeiten, zuschneiden. Rechteckige Region könnte man machen. Ich will allerdings die unten die Legende weg haben. Deswegen wähle ich polygonale Region. Und schneide jetzt hier meine Grafik zu. Klicke also hierher. Jetzt muss ich es ungefähr gerade haben. Das Interessante ist, das Ortho funktioniert in dem Fall nicht. Ja, da können wir uns, das hatte ich jetzt vergessen gehabt, das ist aber kein Problem. Ich breche das Ganze nochmal ab und tue das zunächst entzerren und dann zuschneiden, weil Sie werden dann sehen, dann tun wir es etwas leichter, weil dann können wir dann das Raster verwenden. Also tun wir das Zuschneiden, das doch nochmal aufschieben und tun es zunächst entzerren. Auf unserer Vorzeichnung. Ich kriege das Bild nochmal an und gehe jetzt hier wieder auf Rasterwerkzeuge. In dem Fall allerdings, ich glaube, das ist hier genau Korrelation, dann affine Transformation. Jetzt sagt, dass eine Kopie vorhanden ist, sagen wir ja, okay, das ist in Ordnung. Und gehen ja auf Polynom, das ist wichtig. Und sagen Punkte hinzufügen und sagen jetzt einfach, tun wir es jetzt ziemlich nah ran, damit das möglichst genau wird. Raster fangen es aus, weil das Ganze ist ja noch nicht im Raster. Ich gehe auf diesen Punkt, mache mein Ortho jetzt aus in den Objektfang ein, check nochmal kurz, was da eingestellt ist. Ich brauche eigentlich nur Endpunkt. Und jetzt hier.
setze diesen Punkt nach hier, das soll hier hin. Und gehe auf diesen Punkt, zoome mich so nah ran, wie es geht. Mache das so genau, wie es mir halt möglich ist und sage, dieser Punkt soll hier hin. Also ich brauche mindestens 3 Punkte, damit das Angleichen quasi in 2 Dimensionen, also X- und Y-Richtung oder horizontal und vertikal, auch funktioniert. Dann hier hin. Und dieser Punkt soll hier hin. Ja, mit diesen 4 Punkten habe ich das mal gemacht. Und wenn ich fertig bin, übrigens, wenn Sie was mal verklickt haben in der Befehlszeile, können Sie rückgängig machen, um wieder einen Schritt zurückzugehen. Und wenn Sie fertig sind, gehen Sie auf Fertig insgesamt. Haben jetzt hier 4 Punkte gewählt. Die sehen Sie auch nochmal. Da sehen Sie halt die Koordinaten. Ja, Basispunkt, Zielpunkt, den Fehler. Ja, das ist relativ gering in dem Fall. Damit können wir leben. Und können jetzt noch weitere Punkte hinzufügen. Sie können eine Voransicht wählen. Ich spare mir das einfach mal. Ich gehe jetzt einfach auf OK. Wichtig ist, dass Sie Ihr Polynom eingestellt haben. Das ist jetzt das Verfahren, was ich hier brauche. Das trigonometrisch wäre ein anderes Verfahren. Da müssen Sie eine andere Vorgehensweise wählen. Gehe also auf OK. Jetzt sehen Sie hier, da brechen das Bild neu. Und passt das dann hier genau ein. Jetzt ist es quasi auch im Raster, weil das lag ja hier auf dem Raster, diese Konstruktion. Und jetzt kann ich hier mein Raster verwenden, um jetzt die Sache sauber zuzuschneiden. Schalte jetzt mein Rasterfang ein, mache den Objektfang sicherheitshalber aus und gehe jetzt wieder auf Rasterwerkzeuge. Und jetzt muss ich kurz überlegen, was bearbeiten, dann zuschneiden, polygonale Region und fahre jetzt hier das Ganze übers Raster ab. So. Jetzt kriege ich das auch einigermaßen gerade hin, da das ja im Raster einrastet. So, ist eingerastet. Die Farbe ist ein bisschen unschön, weil es halt vom Bild kommt. Auch nochmal. Ich meine, ich sparen können in einen Klick. Also wenn Sie hier mal eine andere Farbe wählen würden, dann für den Hintergrund, also für den Layer, dann tun Sie sich ein bisschen leichter, das zu erkennen. Ich tue mir das ein bisschen schwer über das Gelb. So, er rastet jetzt ein. Ich hoffe, es ist gerade. Wenn es nicht so gerade ist, ist es auch nicht so schlimm. Wenn Sie fertig sind, gehen Sie auf Enter. Und das Bild ist entsprechend zugeschnitten und der Hintergrund ist automatisch auch auf transparent gestellt. Ja. Das können Sie auch wieder ausschalten, wenn Sie das Bild anklicken. Ich mache es nochmal an. Dann sehen Sie hier die Bildeigenschaften. Hier haben wir jetzt Zuschneiden, beziehungsweise die Option Hintergrundtransparenz. Wenn Sie es ausschalten, dann sieht es wieder genauso aus wie vorher. Ja, Sie können transparente Farbe auch wählen. Jetzt mache ich es wieder an. Er hat jetzt automatisch erkannt. Ja, das geht auch über die Eigenschaften des Bildes. Hier sehen Sie jetzt auch die Breite, den Skalierungsfaktor. Weil der Faktor stimmt jetzt nicht mehr. Ich habe es jetzt neu skaliert. Irgendwo war die transparente, Farbe. Sie können die transparente Farbe bestimmen. Können Sie quasi den Weißton sich raussuchen und irgendwo war noch hier transparent eingestellt. Hier. Ah, ne, das ist hier oben. Hier. Hintergrund transparent, ja oder nein. Ja. Also hier können Sie die Bilder noch entsprechend bestimmen. Wenn Sie damit fertig sind, klicken Sie das Bild an und gehen hier auf Rasterwerkzeuge. Da alles eingestellt ist, Sie haben es quasi skaliert, beschnitten und so weiter und ich glaube einfügen und schreiben und speichern das Bild ab. Und das kommt jetzt quasi in den Ordner optimiert rein. Jetzt muss ich mal gucken, ob es das richtige Ordner ist. Ja, ist der falsche Ordner, muss ich noch entsprechend nochmal reinkopieren. Hier mal den Pfad wieder dazu. Optimiert, das war jetzt das EG. Nennen das Ganze EG, wähle jetzt hier nochmal ein Format aus. Ich nehme in dem Fall mal das PNG-Format. Sie könnten auch ein anderes Rastergrafikformat wählen, das ist mir egal. EG, PNG. Dem Fall normale Qualität, Verschlüsselung normal. Und wird neu berechnet. Und das ganze Bild ist abgespeichert. Wichtig ist noch, wenn Sie hier in die externen Referenzen reingehen, die Arbeitsblätter externer Referenzen, die für die Paletten finden Sie übrigens jetzt hier eingestellt sind unter Ansicht.
Paletten und da habe ich hier die Eigenschaften eingeschalten. Die sind jetzt hier zu sehen, der Layer Manager und auch externe Referenzen. Externe Referenzen ist jetzt quasi unsere Grafik. Das ist quasi unser Bild, das wir jetzt eben gerade gespeichert haben. Und wichtig ist hier, dass Sie hier einen relativen Pfad noch einstellen. Einfach rechte Maustaste, Pfad und relativ machen. Das hat den Vorteil, wenn Sie später den ganzen Ordner kopieren oder verschieben, dass hier die Pfade dann noch stimmen. Ja, wenn Sie das nicht machen würden und Sie würden jetzt den Ordner meinetwegen mit nach Hause nehmen oder auf den Stick und Sie ändern sich vorne die Pfadbezeichnung, die absolute Pfad, und dann findet ja AutoCAD nicht mal die Bilder, ja, weil sich dann die Pfade geändert haben. Wenn Sie sagen relativ, dann sehen Sie, dann speichert er sich nur die relative Position zu sich selbst. Das heißt, die AutoCAD-Datei speichert sich einfach innerhalb des Projektordners, wo dort innerhalb dieses Projektordners die Bilder sich befinden, und ignoriert den gesamten Ordner, der normalerweise hier oben dann zu sehen ist. Dasselbe machen Sie jetzt natürlich mit den anderen Bildern auch. Also würden jetzt quasi das wiederholen, kopieren sich das wieder, machen dasselbe Spiel jetzt mit dem Obergeschoss, den Schnitten und so weiter. Ich zeige dann nochmal in einem weiteren Tutorial eine Zusammenfassung, wie das dann am Ende aussehen kann. Ja, soweit erstmal. So gut. Ich möchte in diesem Video nochmal ein fertiges Beispiel vorstellen und erläutern, wie dann das Endresultat einer solchen Vorarbeit aussehen kann. Man sieht hier, wenn ich mal auf den Layer-Status alle eingehe, hier aber die Layer-Status alle ein, man sieht hier die entsprechenden Grafiken, wie es dann aussieht, wenn ich jetzt mal mit dem jetzigen Projektstand, der natürlich noch nicht fertig ist, jetzt mal nachbilde, dann sieht man hier die Bilder darunter liegen. Das sind auch die Rahmen angezeigt. Im Übrigen, die Rahmen können Sie auch ausblenden, wenn Sie dann die Bilder positioniert haben. Ist es wichtig, dass Sie eventuell die Rahmen ausblenden und dann die Layer sperren. Achten Sie darauf, wenn Sie Rahmen ausblenden, dann kann man die Bilder schwerer aktivieren. Die werden ja quasi über die Rahmen angeklickt. Also Sie klicken quasi auf den Rahmen und dann haben Sie das Bild ausgewählt. Und wenn Sie jetzt auf die Idee kommen sollten, die Rahmen auszublenden, dann ist es nicht mehr so einfach, den Rahmen anzuklicken. Das heißt, das soll man erst dann machen, wenn man weiß, das Bild, an dem Bild muss ich nicht mehr groß arbeiten. Dann ist es wichtig, dass Sie zum einen die Layer sperren, wo die Vorlagen drauf sind. Das ist ja schon entsprechend passiert. Damit verhindern Sie, dass Sie jetzt unbewusst wieder verschoben werden und dadurch die Ausrichtung wieder aufgehoben wird. Und man kann dann noch die Rahmen ausblenden. Das finden Sie in der Registerkarte einfügen. Hier, jetzt muss ich noch schauen, wo das jetzt hier ist. Wenn ich also einmal sehe, hier unter Referenz gibt es hier Rahmen anzeigen und hier sage ich einfach Rahmen ausblenden. Und das sieht jetzt noch ein bisschen besser aus. Und Sie sehen, dass die Rahmen nicht mehr irritiert. Ja, so sieht das dann aus. Und jetzt habe ich noch ein paar Modellansichten angelegt. Also zunächst erstmal die WKS noch angepasst. Und zwar gibt es hier das WKS Schnitt A, also für den Schnitt, und dann noch für Schnitt B, für den Querschnitt, und das WKS, in dem liegt mein Grundriss. Und dann finden Sie hier die Modellansichten, einmal das Detail E, das sieht dann so aus. Wenn ich für 7 das Raster einschalte, dann habe ich auch den Hintergrund transparent gemacht, um das Raster durchzusehen, und kann dadurch dann schön über mein Raster zeichnen. Wie gesagt, ich habe hier ein 5er Raster verwendet. Kann ich auch mal einblenden. Also alle 5 cm sind meine Grundeinheiten und alle 20, also alle 1 Meter, habe ich dann eine Hauptlinie im Raster. Das Raster ist adaptiv, das heißt, das passt sich an. Wenn ich jetzt zoome, es wird dann größer oder kleiner, das kann man auch ausschalten, wenn einen das stört. Dann ist es immer gleich, egal ob ich jetzt weit weg zoome oder ranzoome. Schauen wir uns die anderen Darstellungen noch an. Na, gehen wir hier auf. Dann gibt es hier das Detail CD. Ich mache das Raster mal aus mit F7 bei dem transparenten Hintergrund. Ist manchmal etwas störend. Da sieht man hier das Detail. Ja, das ist quasi auch noch entsprechend positioniert. Das ist quasi auf den Schnitt gelegt. Ich kann mal den Schnitt mit einblenden. Dazu gehe ich ja auf den Layer und blende den Schnitt mit ein. Gehe auf Alle. Und Vorlage Schnitt ist hier unten momentan ausgeschaltet. Das mache ich nochmal an. Und da sieht man hier, das Detail wurde quasi auf den Schnitt, der dazugehörige Schnitt, entsprechend platziert. Also ich habe versucht, auch alle Elemente einander auszurichten und soweit wie es geht, einander zu platzieren. Das heißt, das Detail liegt auf dem entsprechenden Schnitt und hier ist das Detail, die andere Hälfte vom Detail quasi ausgerichtet an dem Detail. Das ist alles möglichst zusammengehört, um die Konsistenz
möglichst gut kontrollieren zu können. Schauen wir uns das nochmal im Grundriss an. Da hat man das ähnliche Phänomen. Ich gehe jetzt mal auf die Grundrissansicht. Da gehen wir hier rein auf Open, dann EG und blenden nochmal das Detail dazu ein. Vorlage, Detail. Und hier sieht man das auch, dass hier das Detail quasi im Grundriss ausgerichtet, soweit wie das geht, drauf liegt. Sie müssen allerdings dabei beachten, dass natürlich wir haben hier zum Teil 200er Pläne, quasi Vorentwurfspläne kombiniert mit Konstruktionsplänen. Also da kommt es auch vor, dass die nicht mal genau zusammenpassen. Da muss man damit berücksichtigen, dass das eventuell dann Inkonsistenzen gibt, die schon in der Vorlage quasi drin enthalten sind. Ja, aber die können Sie versuchen, weitestgehend zu entfernen. Ja, was haben wir noch? Schauen wir nochmal weiter. Da haben wir jetzt, wie gesagt, das Erdgeschoss. Sieht dann so aus. Dann haben wir hier das Obergeschoss. Das liegt auf dem Erdgeschoss drauf. Und ah, das ist mit dem alles da. So einen kleinen Bildschirm hat es immer schwierig. Dann haben wir hier noch den Schnitt A. Ja, der war ein bisschen verzerrt beim Scannen, weil das durch die, das war ja in einem Heftform eingescannt und durch die Files gab es dann hier diese Wolke auch nochmal entsprechend, soweit wie es ging, rausgezerrt. Und hier drüben haben wir jetzt noch den Schnitt B. Ja, hier die ganze Geschichte. Wenn wir nochmal alles sehen wollen, gehen wir wieder auf Open. Dann schalte ich hier oben auf das Weltkoordinatensystem und auf meinen Layer-Status alle ein. So, so sieht es nochmal aus. Hier nochmal ein kurzes Beispiel, wie kann man das Ganze dann nachzeichnen. Das habe ich schon mal angedeutet. Wie bereits erwähnt, arbeite ich ganz gern mit dem Raster. Ich schalte das mal ein und zoome mich hier ran. Und man sieht hier das Bild drunter liegen mit dem transparenten Hintergrund, dass man das Raster durchscheinend sieht. Und dann zeichne ich einfach meine Elemente entsprechend drüber. Sie müssen nicht ganz genau ausgerichtet sein an der Vorkonstruktion. Die ist ja sowieso nicht genau im exakten Maßstab, da ich ja keine genaue Zeichnung habe. Deswegen kann ich mit diesen leichten Abweichungen leben und habe dafür den Vorteil, dass bei mir alles im Raster liegt und kann dadurch einfacher zeichnen und auch eine, aus meiner Sicht auch eine hochwertigere Zeichnung produzieren, weil ich dann vernünftige Maße habe auch und keine irgendwelchen Maße, die eigentlich in der Praxis dann kaum nachgebaut werden können. Ja, also hier sieht man, alle Elemente wurden so weit wie es geht am Raster ausgerichtet und hier habe ich einfach ein Mindestraster genommen, wie bereits erwähnt, von 5 als kleinste Einheit. Das kann man dann variieren, was am günstigsten ist dann für die Konstruktion. Man kann auch das Raster jetzt im kleineren Bereich tätig, zum Beispiel im Detailbereich, kann man dann teilweise, wenn ich im Detail arbeite, das Raster dann auf 1 cm genau einstellen oder so. Das heißt, okay, solange ich am Grundriss arbeite, bin ich auf 5 cm mit einem 5 cm Raster und arbeite ich dann an meinem Detail, verwende ich dann halt ein 1 cm Raster. Das ist sehr leicht umgestellt. Ja, und so können Sie dann relativ schnell die ganze Sache nachzeichnen. Und ich habe das schon mehrfach auch schon im Unterricht erwähnt, wenn Sie mit dem Raster arbeiten, dann ist die Zeichenarbeit, also dort dadurch, dass Sie natürlich die Elemente alle am Raster ausgerichtet sind, wird die Zeichenarbeit zusätzlich nochmal erleichtert für Sie.